Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu diesem neuen Video. Minecraft namenlos, jawohl. Ich habe offscreen mal unsere ganzen Sachen gepackt. Ihr könnt schon sehen, die Kiste ist weg, die Öfen sind weg. Die habe ich alle mal in unseren Backpack gepackt, in unseren Rucksack, den wir ja letzte Folge gecraftet haben. Und ich habe ja auch ein paar Knochen gehabt von den ganzen Skeletten, die mich umgebracht haben und die dann ich umgebracht habe. Jedenfalls habe ich daraus Bone Meal gemacht und damit möchte ich mal noch gern diese Pflanzen hier vorantreiben, damit wir wenigstens ein bisschen was mitnehmen können. Ach, guck mal, das Weizen können wir so durchklicken. Ja. Das war einfach noch ein bisschen Profit von diesen paar Feldern hier mitnehmen können. Schau mal. Kann ich das abernten? Jawohl, da kriege ich Erdbeeren raus. Was ist das? Da kriege ich, glaube ich, Kaffeeol ist das. Ah, okay, da kriege ich nochmal Reissamen raus. Und dann machen wir noch ein bisschen das Weizen hier durch. Das war's auch schon. Dann schauen wir mal, dass wir das alles nochmal in den Backpack reinpacken. Wir haben ein bisschen Lechu. Keine Ahnung, was Lechu ist. Erdbeeren haben wir bekommen, Reis und noch jede Menge Samen. Jawohl. Gut, ich würde mich gern auf die Suche machen nach einem passenden Biom für unser neues Zuhause. Ich meine, dieses Sumpfbiom ist zwar relativ cool, aber ich hätte gern noch etwas anderes. Und da möchte ich mich heute mal auf die Suche mit euch machen. Auf die Suche mit euch machen? Keine Ahnung, ob das jetzt Deutsch war, verzeiht mir bitte. So, ich schaue mal kurz auf der Minimap nach, ob wir schon mal was Cooles hatten. Ich würde mal hier weiter so in die Richtung gehen. Ja, ich bin eh gerade unterwegs in diese Richtung. Dann schauen wir mal, was uns alles so erwartet. Und ob wir einen passenden Platz für unser erstes Häuschen, für unser kleines Zuhause finden. Habe ich eigentlich eine Axt? Ich glaube nicht. Eieiei, das müssen wir mal schnell ändern. Außerdem muss ich was essen. So, da habe ich eh den Crafting Table. Habe ich noch Eisen dabei? Ich hoffe, ja, 5 Eisen habe ich noch. Sticks habe ich. Ich glaube, da kann ich die verwenden statt Sticks, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und Eisen? Jawohl. Alles da, jawohl. So, weil dann nehmen wir da mal so ein bisschen Holz mit. Mit dem können wir dann nämlich nachher schön bauen. Damit wir ein bisschen verschiedenfarbiges Holz haben auch. So. Ach komm schon. Seriously. Okay. So, das war jetzt das letzte, jawohl. Dark Oakwood ist eigentlich ganz schön zum Bauen normalerweise. Mal schauen, in welchem Stil wir unser Haus bauen wollen. Das weiß ich noch nicht ganz, deswegen bauen wir mal ab. Nehmen wir mal mit, wenn wir es nicht brauchen, können wir es ja in unseren Kisten lagern. So, weiter geht's. Zack, zack. Immer die Bäume ganz abbauen, damit sie zerfallen und nicht so schiere Blätterhaufen in der Gegend herum schwirren. Da haben wir noch ein Sapling und wir gehen weiter. Wir schauen weiter, was die Welt sonst noch so zu bieten hat. Der Hauptgrund, warum ich jetzt wegwandere von dem, wo wir waren, ist eigentlich, dass da die Technikmods am Anfang noch nicht drauf waren, haben wir jetzt die ganzen Erze in dem Gebiet noch nicht, die wir für das ganze Technikgedöns brauchen. Ui, das gibt viel. Halleluja. Das rohe, also das Pferdefleisch gibt viel. Bitte jetzt kein Hate für Pferde und sowas, aber das Pferdefleisch ist sehr effektiv, was das angeht. So, weiter geht's. Vielleicht gehen wir mal hier so ein bisschen lang. Hier so in die Berge hinein. Das ist, glaube ich, ganz cool. Vielleicht bauen wir uns auch so ein Haus, das einfach in den Bergen drinnen ist. Das ist hier so eine kleine Schlucht. Das ist eigentlich ganz schön hier. Ist da vorne eine Höhle? Ja, ich glaube, wir werden uns da vorne in der Höhle einfach einquartieren. So, die Kohle da nehme ich nochmal schnell mit.
weil die ist uns nämlich ausgegangen. Wir brauchen wieder Kohle eben für unsere Öfen, damit wir unsere Öfen wieder beheizen können und für neue Fackeln, weil sonst sehen wir ja nichts in der Dunkelheit. Und das wäre ja nicht so gut. Was auch noch eine Mission wäre, ist dann ein Bett. Also eine Mission, eine Aufgabe wäre ein Bett, weil dann können wir die Nacht gut überspringen und müssen uns nicht immer mit den Monstern herumschlagen. Das Wasser ist ziemlich tief da sogar. Wie tief ist denn das? Ah, das ist ziemlich cool. Doch, das gefällt mir. Hier haben wir schon das ein Erz, also ein Kupfererz. Sprich, also das bestätigt, dass es hier schon die Erze gibt von den vom Technikmod und wir uns keine Sorgen machen, dass wir keine Erze finden. Ja, die erste Technikgeschichte, die ich bauen möchte, ist tatsächlich ein Pulverizer. Der macht, dass zum Beispiel Eisenerze, zwei Eiseningots rauskommen. Also, dass man zwei Eisen aus einem Eisenerz kriegt. Und das ist gerade am Anfang, wenn wir noch nicht so viel Eisen haben, glaube ich, ganz nützlich. Und deswegen würde ich das gerne mal bauen. Muss ich dann gleich mal nachschauen, was das alles kostet an Erzen oder an Materialien. Und dann werden wir schauen, dass wir uns das zusammensammeln. So, wo war denn die Höhle jetzt? Ich glaube, hier rauf irgendwo. Hier oben ist eine fliegende Insel. Läuft. Ja gut. Ich fürchte, da muss ich mich hier hochbauen. Habe ich noch irgendein Dirt oder Cobblestone? Ah, Cobblestone habe ich dabei. So, dann ordne ich nochmal schnell alles da ein. Schau, was noch reinpasst. Jawohl. Ja, dann baue ich mich jetzt zwei mit Cobblestone rauf. Das kann ich hier nachher dann wieder schön machen und abbauen. Aber ich weiß nicht, wie ich da im Moment... Okay, lag. Nicht abstützen. Danke. Wie ich da im Moment raufkommen soll, ohne mich hochzubauen. Deswegen muss ich das leider kurz die Welt verunstalten. Aber wir werden das nachher wieder in Ordnung bringen. Wo war denn jetzt die Höhle eigentlich? Wo habe ich denn die jetzt gesehen? Hä? War die hier? Kugelfisch läuft. Wo war denn diese Höhle jetzt? Hä? Wo habe ich die gesehen? Habe ich mich verschaut? War das meine vermeintliche Höhle? Der See da? Okay, egal. Dann quartieren wir uns einfach da drüben an. Oder da vorne. Da vorne gibt es auch noch ein paar Höhlen. Ein paar Gänge. Ja, die Folgen kommen ja eigentlich relativ... Nein, doch keine Höhle. Gut, sind nur Seen. Vielleicht da drüben. Das schaut mir eher nach Höhle aus. Mal schauen, wie ich da rüber komme. Die ersten Folgen sind ja bei euch ganz gut angekommen eigentlich. Ich habe eigentlich relativ viele Aufrufe, für meine Verhältnisse zumindest. Und bin eigentlich recht zufrieden damit. Ich weiß, in den ersten Folgen hat es noch so ein paar Tonprobleme gegeben. Die habe ich aber mittlerweile behoben. Was bist du denn? Das sind einfach Kugelfische, die so am Land herumhüpfen. Läuft bei ihnen. Okay. Also auch wieder keine Höhle. Na, dann schauen wir einfach noch ein bisschen weiter. Wir werden schon irgendwas Passendes finden. So. Tuck, tuck, tuck. So. Da oben ist eine Insel. Eine fliegende Insel läuft. Ups. Oh, da fällt es nicht so auf, wenn man Cobblestone setzt, weil das sowieso im Berg immer schon ein bisschen drinnen ist. Tick, 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 tick. Schauen wir mal da so die Berge ein bisschen durch. Ups. Da. Das schaut mir aber echt nach Höhle aus. Ich weiß, das habe ich bei den vorigen dreien auch schon gesagt. Aber ich glaube, diesmal ist wirklich eine. Mal schauen. So. Oh, und ich habe wieder mal vergessen, die Musik zu starten. Gut. Wie immer. Toll. Verzeiht mir bitte. Aber ich hoffe, also bis jetzt habe ich eigentlich immer durchgequatscht. Das sollte nicht allzu viel gestört haben, dass die Musik jetzt mal kurz nicht da war. Das ist wieder nur ein See. Willst du mich eigentlich veräppeln? Ah, vielleicht das. Bitte. Nein, ist nur eine Einbuchtung. Schön. Ich schau mal kurz, ob wir uns ein Bett craften können, weil dann könnten wir uns schnell hinlegen. Crafting Table, zack, zack. Und schauen wir mal, ob wir... Aus dem kann man, glaube ich, Wolle machen, habe ich gesehen. Schauen wir mal.
Genau. Genau. Da haben wir es. 1, 2 brauchen wir. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Habe ich die auch im Rucksack? Noch ein bisschen Holz. Das mache ich aus dem Weinholz, weil das eh nicht so schön zum Bauen finde ich. So. Dann da. Ja, gut. Schon zu lange nicht mehr Minecraft gespielt. Man braucht natürlich drei Wolle für ein Bett. So, jetzt aber. Zack und zack und ein weißes Bett. Jawohl. Dann stellen wir uns das schnell hin und schlafen, weil ich mag jetzt nicht so in der Nacht herumreisen. Und hier haben wir wieder die schönen Nordlichter. Also ich finde das echt cool, dass da so Nordlichter in Minecraft sind. So, weiter geht's. Aber da unten, das könnte ein Höhleneingang sein. Wenn das dem so ist, dann quartieren wir uns dort ein. So, dann bleiben wir mal da für eine Weile. Jawohl, das ist zumindest mal. Ui, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Ja, das schaut. Ist das eine Schlucht? Schauen wir sogar. Boah, als fast nach Flucht aus. So, dass ich es rauskriege. Halleluja. Heute bin ich wieder nicht so wortgewandt. So, weiter geht's. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Und ich muss dann mal schnell nachschauen. Habe ich ja vorher eigentlich schon gesagt. So. Das bauen wir noch schnell ab. Dann schauen wir noch mal schnell, was wir für den Pulverizer brauchen. Pulverizer. Was brauchen wir dafür? Okay, wir brauchen Kupfer. Klar. Dann Gold und Redstone haben wir auch. Zinn brauchen wir, okay, Zinn. Und eine Piston, ja, den schaffen wir ja auch. Das sollten wir hinkriegen. Ja gut, müssen wir noch ein bisschen Zinn, ein bisschen Kupfer. Weil wir Kupfer jetzt schon einiges haben. Und dann sollte das hinhauen. Und das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ah, wir haben hier wirklich so einen kleinen Rucksack. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, was wir geschafft haben. Wir haben unser neues Zuhause gefunden oder zumindest mal eine Stätte, die, wo wir bleiben können, wo wir jetzt mal unser erstes Haus aufbauen werden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.